Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They lived in peace until hunters took their dad away. And they had to go on the run. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, and they had to move on. The brothers made it to the home of their ancestors, and the old wolves took care of them. Unfortunately, the hunters were hot on their trail and found them. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south. They soon entered the old forest of the giants, where they met a pack of stray dogs who worked in a secret farm. The brothers joined them and worked hard to stock up on gold for the future. They were happy to find others like them, and everybody loved the little wolf, who was growing up fast. His power was growing too. The little wolf was more and more confident and independent. The big brother loved having a new pack to prowl around with. He felt free for the first time. Suddenly, the mean farmers who owned the land tried to hurt the brothers. The little cub was injured. He transformed into a super wolf and destroyed everything. The big brother was badly wounded. And worse, he didn't know where the little cub was. Und jetzt sind wir bei Episode 4 von Life is Strange 2. Die Gruppe hat sich getrennt. Wir wissen nicht, was mit Daniel ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier weitergeht. Wer hat Sean gefunden und aufgepäppelt? So ein bisschen hat das jetzt auch was von The Walking Dead. So die Gruppe, die sich getrennt hat. Verschiedene Wege und später kommen sie wieder zusammen. Ja, wir wissen, oder ich hoffe natürlich, dass in Episode 5 es ein Happy End gibt. Das sieht aus wie der Park von Episode 2. Das ist schon wieder ein Rückblick. Ja. Da saßen wir auf der Bank und haben zum See geguckt. I'm sorry. I didn't mean to. It was a bad idea. Daniel. No way. It's all good. Oder ist das ein Traum? Es ist ein Traum. I wanted to. It's okay, dude. You're my brother. And that's all that counts. So, why don't you come and get me? I'm alone, Sean. I don't know what to do. I'm scared. Don't get so close to that edge. Please, come and get me. Yes, I swear. Aber wo sollen wir denn wissen, wer ist? Also woher? Stop! Wir sind im Krankenhaus. Es gibt also keinen Zeitsprung.
keinen großen. 2 Monate. Ist das jetzt Walking Dead Staffel 1? Wir niemand im Krankenhaus und wir hauen ab. Daniel. Draußen spielt sich was Verrücktes ab. Skizzenbuch. Essensreste. This must be my punishment. Wenn uns jemand ins Krankenhaus gebracht hat, wird wahrscheinlich auch schon in Erfahrung gebracht worden sein, wer wir sind, und die Polizei weiß, dass wir hier sind. Im Teaser zu Episode 4 hat man auch Polizisten reden hören. Ugh, can't even focus on the page. This sucks ass, man. März 2017. Ich lag wochenlang im Koma. Blind und gearscht. In Polizeigewahrsam. Bald geht's in den Knast. Ich drehe in Krankenhäusern durch. Ich hasse das. Wo ist Daniel? Ich habe Angst. Hat die Polizei denn keine Fahndung rausgegeben? 30.03. habe versucht zu zeichnen, um Zeit totzuschlagen. Das Zimmer ist wie ein Käfig, doch ich bin jetzt scheiße. Keine Tiefenwahrnehmung, keine Kunst, kein gar nichts. Konzentration gleich sofort Migräne. Ich drehe hier durch, bin weinend aufgewacht. Laila? Wegen Mädchen? 3. April 2017. Special Secret Agent Flores. Ach so. Sie versucht, eine Bindung zu mir aufzubauen. Sperre mich ein oder vertraue mir? So beschissen. Die Cops können Daniel nach der Explosion immer noch nicht finden. Also ist er da draußen. Alleine? Ja, da hat sich sicher Wicks Gruppe angeschlossen. 11. April. Alles Gute zum Geburtstag, Daniel. Wo auch immer du bist in Nano. 15. April. Claire und Devon haben mir einen netten Brief geschickt. Ich bin so einsam, dass ich ihn 2-mal gelesen habe. Komisch, dass ich sie jetzt vermisse. Das sind die Großeltern. Es ist so cool, auch von Captain Spirit zu hören. Ich bin froh, dass es ihm gut geht. Er hat den Unfall überlebt in Episode 2. Meine Skizze von Joey ist nicht schlecht. Ich bin so froh, dass er hier ist. Wer ist nochmal Joey? April 25. Ich habe Daniel übel mitgespielt. Ich habe Finn zu seinem Bruder werden lassen. Das ist ja das, was wir schon in der letzten Episode vermutet hatten, dass Dale in Finn einen besseren Ersatz gefunden hat, weil Finn Daniel auch so als Erwachsenen gesehen hat. Zeichnen, Achievement sichern. Ein Auge. Mach die Aussicht nach draußen. So hard to focus. Gotta practice way more. Not giving up. Schaff's das schon. I guess that's an okay start. But I can keep going. Jetzt die Fenster. Treppe zeichnen, Gitterstäbe zeichnen. Gitterstäbe, aber schon sich wie in ein Gefängnis fühlt. This room feels like a prison. But I'd rather stay here than go to Jolina Shore.
Charus Kuro. Yay. Stupid reality shows. Wenn man sich solche Script Reality Shows ansieht, fühlt man sich immer viel schlauer. Weil. Can't catch shit. Zero depth perception. Goodbye, Sports. Dann hat sich das mit Skateboard ja auch erledigt. Yeah. Thanks for the card, Agent. Can't wait to text you. Ein Ausweis. Ja, aber sowas. Da weiß man nicht, was man davon halten soll. Weil sie macht ja ihren Job. Sie will Sachen von uns herausfinden. Und das macht sie ja nicht aus Menschenliebe. Zoe rufen. Ach. Krankenpfleger. Cassidys Brief. Wir haben ihr in der letzten Episode gesagt, dass wir da diesen Einbruch machen. Davon war sie nicht begeistert. Wir hätten auch eine schöne Nacht mit Cassidy im Zelt verbringen können. Und laut den Entscheidungen hätte es auch sein können, dass Cassidy mit zum Einbruch geht und verletzt wird. Every other day. Der Brief hätte auch also auch just vielleicht like gar nicht hier sein können, weil Cassidy die dann vielleicht gestorben ist. Yo, afternoon checkup. Sure. Good day, Sunshine. Hey, Joey. Hey, man. That looks like it might have been food. Hard to tell. Ha ha. Never heard that before. Oh, somebody is in a bad mood. Sorry, Joey. Not feeling it today. Mm. Always the same nightmares, man. But maybe I got something to cheer you up. Pecans and chocolate? Uh-oh. There's that smile. Thanks, Joey. So how you feeling today? Any headaches? Socket pain? No. It's all good. Well, this is your final test before, you know, before they check you out. Check me out to Juvie. Yeah. Okay, let's so ein Krankenpfleger finde ich viel vertrauensvoller als einer von der Polizei. So ein gestellter Psychologe. Yes, nice retina response. Okay, now. Try to follow the light as well as you can. Good, good. Könnte man auch als Tutorial machen. Benutze die Maus. Bewege sie nach unten und nach oben. Und nach rechts. Und nach links. Remember, to see objects on your left side, you gotta turn your head more now. Yes. Looking good, Sean. Now try to align your pen with mine. I'll try. No rush. Ob es Leute auch so gespielt haben, dass sie extra schlecht spielen, von wegen, ja, wir können den noch nicht entlassen. This is tough. Wenn deine Sicht festgestellt ist, drücke linke Maustaste, um auszutesten, ob dein Stift in einer Linie mit Joes ist. Alter, das ist jetzt. Your depth perception will ach du Heil! So you gotta try harder. Shit. Yeah, I know. It's hard. Es ist wirklich schwer. Hey, good job. Okay, let's do it again. Yeah, that's enough. So eine Übung habe ich noch nie gemacht.
vom Arzt. But remember, your depth perception will always be affected. Here. Das hat bestimmt auch Auswirkungen im Spiel. Patient entlassen. Hol mich hier raus. Ich bin ein Pirat. Patient entlassen. Patient cleared. Send him right to jail. Do not pass go. Do not collect $200. I always hated that game. Well, I know it sucks for you, but... It's time we release you. Sorry. Your vision has improved a lot. Now, you don't really have severe side effects anymore. Yeah. That's just great. I do have to tell them the truth. But first, let's clean this dressing. Hey, sure hope you're watching the door like your phone. Oh, come on. Ach, die vom FBI. Going nowhere. Great. All I do is watch them.